Hey Titaro, willkommen zurück zu einer weiteren Folge War Thunder, heute mit Seras Servus. und mit seiner Majestät Christian II. Oder zumindest seinem Panzer. Denn auch die Schweden haben jetzt ihr Tarnnetz-Premium-Fahrzeug bekommen, wie ihr sehen könnt, nämlich einen normalen Stridswagen 121 mit einer bisschen was an Panzerung, nämlich den Tarnnetz-Oben. Ich sehe gerade mal. Oh, er hat keine, zum Gegensatz zum normalen 121 hat er auch keine Schaufel, sehe ich gerade. Ha, ist mir gerade das aufgefallen. Voll gut. Aber ansonsten, beim Rauch ist ein bisschen was gemacht worden und in der Realität hätte er das Feuerleitsystem des Stridswagen 122 bekommen. Aber sowas wird im Spiel ja nicht umgesetzt. Und in der Realität, zumindest wurde es mir so gesagt, keine Ahnung, ob es stimmt, hätte er die Schlag mich M95 Granate schießen können. Aber die wäre für 10-3 ein bisschen too much gewesen. Das ist doch die mit Deswegen. 500 irgendwas PEN, ne? Naja, es ist die Top-Granate der Schweden. Also ich hätte sie genommen auf 10-3, aber. Nee. Aber es ist okay, es ist okay. Die normale geht auch. Und so haben wir halt dann quasi ein Copy-Paste mit Tarnnetz und ohne Schaufel. Wie viel Smoke-Granaten hat der? Muss ich mal kurz reinschauen jetzt. Also ich glaube nämlich, der hat ein bisschen weniger als der normale. 8 und der hat 16. Nee, gar nicht mal. Doch, 16. Doch, der hat die Hälfte. Ja, aber dafür hat er halt diese fancy Werfer. Ja. Ich hätte trotzdem lieber die Granate. Ja. Dafür würde ich auch gar keine Rauchgranaten nehmen, von mir aus. Das ist. Also, der gute Seras nimmt auch seinen Panzer mit Tarnnetz mit und er hat sogar mehr Tarnnetz als ich. Aber sein Dach ist ein bisschen nackig, ne? Ja, die haben ein bisschen am Tarnnetz gespart, gell, Jenna, toll. Rauchgranaten gespart, am Lol, bei dir ist es halt Tarnnetz echt nur die gespart. Kanonen blenden in die Kanone, ne? Ja. Nee, nee, nee. Aber wo wir es gerade hatten von der Granate für 10-0, also eigentlich mittlerweile, also der 120S hat ja so eine Stimmt, Granate auf 10-0, also. der türkische M60 auch, der von dem Objekt von den Russen reden wir mal gar nicht von. Oh, wir schon im Punkt, Ja. verdammt. Ich wollte jetzt auch nicht durchfahren. Battle Rating geguckt. 11-0, okay. Okay. Man schießt schon Wait, was. wait, 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 what? Ja, da macht ein BMP-2 schon komische BMP-2-Dinge. Ekelig. Oh ja, ich sehe es. Übertriebenst Was ekelig. passiert hier? Warte, auf der Hauptstraße kommen jetzt auch Sachen angerauscht. Nehmen wir den so lange, huh? Oh, oh, Genau. BMP bei mir. Okay. Alter, das 2M ist einfach gestört. Muss raus. Du bist da noch am Rocken? Ja, ich habe nur einen Geschütz vorausgenommen. Oh, warte, jetzt ist das BP neben mir. Jetzt ist es raus. Sehr schön. Und ich hab's sterben sehen, voll gut. Wo ist jetzt der Dude mit seinem kaputten Kanonenrohr? Er hat sich zurückgezogen, oder? Er hat er. Ach, warum macht er das denn? Es hätte uns alles viel leichter gemacht, wenn er einfach stehen geblieben wäre. Ja, also die Gegner sollten uns einfach vors Rohr fahren. So wie es bei David oft der Fall ist. Ah, David macht das auch smart. Ah, Abschlusshilfe, sehr gut. David spielt dann einfach einige Zeit nicht. Und dann kriegt er, wenn er wiederkommt, von der RNG die leichten Gegner. Und dann ist er wieder wochenlang weg und dann kommt er wieder, spielt ein paar Runden, bis es wieder schlecht läuft und dann. Ich meine, der olle Pumpernickel ist auch gerade im Urlaub. Ja, also Der das geht macht's ja gar nicht, richtig. obwohl. Gut, ich bin auch bald wieder im Urlaub in anderthalb Wochen. Jetzt auch schon wieder tot. Warum sterben hier jetzt alle, bevor ich auf sie schießen kann? Oh ne, dann habe ich jetzt nur die Gleiskette genommen. Okay.
Expected-Rating haben wir eigentlich erwischt. 11-0. Ich fall jetzt nicht raus und schenke dem Objekt meine Seite. Verdammt. Oh, es ist wirklich ein fancy Smokescreen. Außen steht ein ZLT-11. Was ist das? Ach, der Irat-Panzer. So ein Drecksack. Ich habe Angst rüber zu fahren. Ich fahre trotzdem. Okay. Gut. Das schreit nach dem Mick. Oh verdammt, die können ja hier gute Anti-Air haben. Das ist Streller, ne? TU4 hat gerade zwei Gegner weggebombt. Hut ab. Ist der Aufgeklärte, der da gerade rechts ist? Ist es der Light? Verdammt, ganz oben im Norden, ja, ist Light. Also, der ist tot. Oh nice, ich werde geprägt. Da ist noch einer bei A. Jetzt sind um mich herum gerade ganz viele rote Punkte. Und ich bin alleine. Mir gefällt sowas nicht. Wenn du Ziele für mich hast, au. Ich wusste, mir gefällt sowas nicht. Wenn du Ziele für mich hast, tue ich meine Raketen rein. So. Also bei A ist was, bei C ist was. Alter. Lass mich raten. Streller? Nein, 2S6, aber durch die Wolkendecke. Krass. Naja, wahrscheinlich Partikel aus. Keine Wolken vorhanden. Ja gut, dann mache ich jetzt noch die Flak. Warte, ich komme mit. Ich komme außen mit. Ja. Wir hatten eben mal kurz die Map hoheit, auch jetzt ist sie plötzlich wieder komplett weg. Ja, unser Team ist weit zu weit vorgestoßen. Und zur Hälfte raus. Ich verstehe, das verstehe ich halt. Das verstehe ich halt absolut über den Wald. Links meinst du? Ja. Das verstehe ich halt überhaupt nicht. Weißt du, du hast zwei Punkte und die komplette Kontrolle über die Mitte der Map. Warum pushst du weiter? Ja. Ich sehe leider nicht, wer da schießt. Aha, hab dich erwischt. Sehr gut. Aber diese tieffliegenden Gegner, die denken, das nützt denen was. Oh hey, da schießt jemand auf mich. Von wo? Von Süden aus dem Wald. Irgendwie aus der Richtung kam das. Okay. Man kann sagen, ist er gerade. Ja, ich glaube, er war gerade dann abgeschossen. I don't see anything. Na, ich meine, das wäre der QN, der da steht. Ich warte jetzt eigentlich darauf, dass die auch vorstoßen, damit wir sie abschießen können, aber irgendwie machen die das nicht. Die scheinen da smarter zu sein, die bleiben nämlich bei den zwei Punkten. Zumindest bis jetzt. Nö, okay, jetzt nicht mehr. B. Okay. Glaube, ich habe gerade den. War das der Heatseeker? Ich glaube, ich habe gerade die gestörteste Heatseeker ever gesehen. Okay. Der Gegner hat gerade eine Barrel Roll gemacht. Die Heatseeker ist komplett die Barrel Roll mitgeflogen und hat dann noch mit ihm hochgezogen. Okay. Was zur Hölle? Ich dachte jetzt mal. Ich glaube, hinter dem Haus Richtung unserem Spawn ist gerade was gefahren.
Ja, da fährt was auf der Hauptstraße Richtung unseres Spawns. Ich kann es noch nicht sehen. Doch, ich kann es sehen. Aber eine Frage an die Christians unter euch Zuschauern. Freut ihr euch, dass ihr jetzt im Spiel seid? Ja, die sind alle mega happy. Jetzt muss ich noch zum Skyline für mich noch einen Panzer finden, der Jan heißt. Nummer ist mir egal. Du bist doch J. Chris. Es ist unser Mann bei C gestorben. Ich wollte gerade nach C fahren. Das kriegst du für Spawncampen. Au, und das krieg ich fürs Rausfahren. Okay. Der steht auf deiner Lane, ein bisschen links von dir, auf der F-Linie, glaube ich. Ja, es wird gerade markiert, ich sehe es nur noch nicht. Hier stehen sehr viele QN-Bugs, die sind besser geworden oder so. Mein Smoke-Werfer hat dem seine Rakete gefressen. Das finde ich sehr geil. So, mal gucken, ob ich hier aus dem Spawn rauskomme. Sehr schön. Ja, ich glaube, es wird sich nicht mehr jetzt... Oh, es war knapp. Ich glaube, es wird sich jetzt nicht mehr lohnen, großartig auf die Punkte zu gehen. Au, oh, nein, man kommt doch nicht mehr raus. Verdammt. Lol, wie nah die an unserem Spawn stehen. Frech. Ein oder anderen von hier. Die ersten Häuser, die vor unserem Spawn quasi die Stadt anfangen bilden, da okay. Stehen die schon nebendran. Okay, der Smokewerfer sieht cool aus, wenn der schmeißt. Stimmt. Der ist wirklich fancy. Auch, 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 auch. Warte, durch den Smoke? Ah ne, das ist kein Smoke, okay. Ich dachte der. Jetzt kommt das NATO-Hack und du kannst dich drauf zielen. Ja, stimmt. Na, Kanone ist eh raus. Ich will nur nicht sterben, bevor der Counter runtergeht. Komm, jetzt, okay, ich überlebe. Ich lebe immer noch. Ah, direkt noch eine Runde. Hi. Ah, noch 6 kritische Treffer, dann habe ich auch den nächsten Sonderauftrag durch. Oh, wenn du mich daran erinnerst, verdammt, ich muss mir einen neuen kaufen. Ja, manchmal vergesse ich das auch tagelang. Ja, ich hatte gestern die Aufgabe, mit Flak Kills zu machen und mit meiner Aufnahme hatte ich es halt durch dann. Ja. Ich fahre nach B. B. Vom linken Spawn. Also von links nach B, genau. Also von G1 nach B. Also die hätten denen ruhig die DM33-Granate geben können. Also auch da. Aber die haben alle die 121er und der 2 fährt ja auch nur die DM23. Ja, ja. Aber die hätten ruhig eine stärkere Kanone kriegen können. Ja, sag ich nicht nein. Kostet so viel. Und die wichtigste Aussage sowieso ist wieder, holt euch bei einem Sale, wenn ihr es euch holen wollt. Ja. Ich habe ihn jetzt auch nicht gekauft, sondern halt mir von Gaijin fürs Update geben lassen. Das war diesmal wieder nett, dass du eine freie Auswahl hattest. Ist selber schuld, Gaijin, wenn ihr keine Low-Tier-Premiums oder so mehr reinbringt. Also ja, wenn ihr Content-Creator seid, auch auf Stufe 1, könnt ihr euch zum Update ein Premium aussuchen. Und dieses Mal konnte man halt alle Premiums nehmen, liebe Zuschauer. Und ich hatte halt überlegt zwischen der F20 oder dem hier. Und ich fliege F20 eh nicht oft, weil ich kein Top-Tier-Pilot bin. Und deswegen habe ich mir den hier genommen, einfach für dann Schweden noch ein bisschen auszustraffieren. Aber weil der T8 fast durch, ne? Wenn Schweden bin ich durch. Also zumindest Ground. Ich forsche jetzt nur noch für Hubschrauber mit meinen Ground-Punkten. Wirken der Premium-Panzer eigentlich? Ich habe das Gefühl, du kriegst so wenig Punkte für Hubschrauber mit den Panzern. Nee, nee, das funktioniert. Okay, ungewöhnlich, dass hier keiner ist. Links scheint frei zu sein.
Ich glaube, vor uns kommt was. Ja. Ein 292. Zu langsam reagiert. Ja, nee, ist klar. Alter, sorry, was? Also diese chinesischen Radpanzer, ich habe gerade frontal seitlich rein. Nicht mal der Fahrer ist draufgegangen. Genau, wo war ich? Ah ja, genau. Und die anderen Premiums, der TNT-80 finde ich jetzt nicht so geil. Nee, dank dem Turms brauchst du den nicht. Genau, ich habe den Turms 238. Den werde ich mir irgendwann holen, um das Deck noch ein bisschen auszuschraffieren, wenn der mal im Sale ist. Du wirst das 10-0er-Deck der Russen einfach zu einem Gelddruck-Deck machen können. Ja. Und Japan und Israel, da bin ich noch nicht auf dem Battle Rating, wo es sich für mich lohnt, ein Premium zu haben auf dem Battle Rating. Der Japaner ist halt dieser mega coole 4 Sekunden Reload Panzer, ansonsten halt ein 2er4. Sehr schön. Ja, aber Punkt sind zwei Chinesen, ein Rad und der neue BMP3 Verschnitt. Ich bin bei Japan auf 9-3 im Moment, also deswegen für mich lohnt es sich, kein 11-0er da zu kaufen. Ich bin ja niemand, der Premium soweit im Vorwand kauft. Ja. Also, und der Israeli vermisst seinen stärksten mechanischen Vorteil quasi, weil der Turm dreht sich eigentlich automatisch dahin, wo man mit dem Laser getroffen wird, aber hier im Spiel wäre das, glaube ich, mehr störend als hier wäre das mega störend für mich. Für mich zumindest. Ja, ja, klar. Wird halt auch schwierig, Teammates und so, ne? Auf der anderen Seite, ja, was ist, wenn ein paar Leute dich immer abwechseln, lasern? Nice. Dann dreht er sich automatisch in jede Runde, in jede Richtung. Die wird einfach nur schlecht oder so. Aber er sieht cool aus. Er sieht cool aus. Und irgendwann, also ich mache mir immer eine Liste mit Sachen, die ich mir auch mal kaufen werde und so. Da steht er auch drauf, weil irgendwann werde ich ihn halt auch brauchen. Aber aktuell noch nicht. Rechts außen ist was. Ich fahre mal nach rechts. Ja. Ja, hier hinter dem Haus ist. Ich hab einen Turms. Nice. Bin abgeprallt, meine Kanone ist kaputt. Hier steht er. Ich bin unterwegs. Ich stell mich hinter meinen Wrack. Komm, Christian, fahr. Lauf. Ja, ja, du kriegst ihn von der Seite. Hol ihn dir. Nice, danke dir. Gerne, gerne. So funktioniert Teamplay. Der eine frisst, der andere teilt genau, aus. Genau, der eine. Genau, du stellst dich hin, lässt dich anschießen und ich hol mir die Kills. Das war mal wieder so typisch, ne? Ich habe ihm eigentlich in die Seite geschossen, aber ich bin an seiner Kette nach oben abgeprallt. Die Kanone ist nicht kaputt gegangen. Das geht auch nur bei sowjetischen Panzern sowas. Ich stand Aluminiumkette. Ja. Zeit, dass die Amerikaner einen Subtree bekommen von Wakanda oder so und dann können sie mit Vibranium kämpfen. Der Shield Subtree. Oh ja, ich hätte auch gern Shield Carrier. Enable dann. Ja. Aber bitte den Mark II mit den dicken Kanonen. Den von Project Insight. Links ist genau. ein BMP. Wo links? Hier. Das ist rechts für mich. Also. Ist raus. Sehr gut. Ich habe nämlich einmal durch seinen Hintern durchgeschossen. Von deren Spawn schießt irgendwas mit Raketen hier hin. Da wird okay, ich guck mal gerade mal nach C fahren. Mhm. Ist nämlich was aufgeklärt. Ich habe mal den Luftraum wieder sicher für uns gemacht. Kriegst ich bin frontal an dem 292 an seiner Frontplatte abgeprallt. Ist das nicht geil? Weil und du stehst sogar über ihm. Ja, ja, das war sogar negiert. Und in den Turm komme ich auch nicht rein. Die 292 sind broken. Die sind eigentlich butterdünn, aber du kommst trotzdem nicht durch. Richtig, richtig. Keine Ahnung, was Gaijin. Also, ja. Ich weiß, was Gaijin da gemacht hat, aber. ich könnte Hilfe brauchen. Hier ist ein 2S38, der mal wieder nicht gestorben ist, obwohl ich ihm in die Muni geschossen habe. Okay, ich hab gerade einen T irgendwas vor mir. Ich komme aber zu also dir. Also, der steht da. Du hast gesehen, wo. Vor mir. Nämlich nicht schießen. Also wo stand der denn genau? Die Schienen, links von den Schienen ist. Links von den
Ich kann es leider nicht markieren von hier. Die Schienen, die durchgehen, nach hinten links davon. Leicht in der Senke drin. Ah ja, ich seh. Ist sandfarben. Sehr schön, danke dir. So, dann gönn ich jetzt noch mit dem Elverjet. Ich liebe dieses Ding. Ich finde das so hübsch, muss ich sagen. Ja, der ist mega cool. Ich finde es auch gut, dass er vom drin ist. Jetzt warten wir noch auf die Version mit der besseren. Mit der besseren Luft-RR-Bewaffnung. Mit Luft-Luft-Bewaffnung, ja. Also gegen Hubschrauber ist der mega gut und gegen Leute im Dogfight auch, aber Langstrecke ist halt echt nicht mit dem. Der ist nicht schnell genug. Und mir geht die Darts aus. Falls du irgendwo Bomben brauchst, sag Bescheid, ne? Okay. Erstmal nicht mehr. Ich muss mal nach B fahren und aufmunitionieren. Die haben was am Himmel. Ich weiß nicht, was es ist. Das ist ein Hubschrauber, glaube ich, weil es steht in der Luft. Kann direkt zeigen, wie gut der gegen Hubschrauber ist. Ja. Willkommen in der Aufnahme. Guten Tag. Sagt mal alle Hallo Pulitzer. Hallo Pulitzer. Ah, du bist gerade sehr leise, ich glaube, die hören dich gar nicht. Autsch. Das ist nichts Neues. Ja. So, jetzt bin ich wieder im B, kann mal aufmunitionieren. Dieser T-72 hat gerade mehr Granaten gefressen, als ich wollte, dass er frisst. Aber es ist, glaube ich, normal. Komm schon. Und ich habe mich verfahren. So, Ground Strike beendet. Mich hat gerade ein 2S38 nicht getroffen. Das muss echt ein schlechter Spieler sein. Sehr gut, endlich mal ein 2S38 Spieler ohne Sheets. Eine Rakete Richtung. Das ist ein Flugzeug über C gleich. C. Eine Rakete von uns fliegt auch gerade auf den. Flugzeug. Ich sehe es nicht. Ach da, lol. Ja, das habe ich. Der nicht große, gesehen. Genau, der große Feuerball. Der große Feuerball. Jetzt habe ich ihn auch gesehen. Komm, eine Granate nehme ich noch. Das reicht. Die Runde ist durch. Ich glaube auch, wir haben gewonnen. Und an der Runde hat man auch gesehen, warum man nicht direkt abhauen sollte, wenn man sofort stirbt. So. Wonderflieger. Jetzt ist es raus. Kack, Wonderflieger. Ja, aber das war auf jeden Fall eure Majestät Christian der Zweite. Wie gesagt, ein normaler 1-2-1 mit fancy Smoke-Launchern. Das sah wirklich cool aus. Die sind aber den Preis nicht wert. Wartet bis zum Sale, wenn ihr euer 10-3er-Deck ein bisschen aufmuntern wollt. Und ansonsten habt ihr auch noch den CV90-105, den man da noch mit reinpacken kann. Ansonsten, ja, 121-2-4. 10-3 Schweden ist sehr gut, damit noch ein bisschen besser. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, sage bis zum nächsten Mal und macht es gut. Ciao, ciao.